Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild, Part 214. Tja, hier haben wir jetzt einen Krog zu fangen. Und ich weiß auch schon wie, ihr bestimmt auch schon längst, ne, wenn ihr die letzten Folgen so verfolgt habt, hier und mir hier. Na, was ist die letzten Folgen, die letzten 100? Und ja, dann wisst ihr natürlich Bescheid, dass ich schon eine Rüstung habe, die es uns ermöglicht, Wasserfälle empor zu schwimmen. Ich glaube, die war das, ne? Zora-Rüstung. Rückzentrieren, Wasserfälle hinaufschwimmen. Genau, das war das Ding. Und Beinschutz. Und haben wir einen Kopfschutz dazu? Ne, ist ein Ninja. Hier ist kein Wasserzeichen weiter. Nö. Nö. Okay. Für den Kopf gab es da nichts. Was sind das eigentlich? Höhe, Kapuze. Nö, nee, das ist nichts weiter. Und die Leuchtmaske. Ja, gut, leuchten möchte ich nicht. Ehrlich gesagt, das ist sehr kontraproduktiv. Ja, gut. Haben wir noch keinen Kopfschutz. Schmuck. Schneller. Hä? Was ist er denn jetzt? Oh Gott. Aufsteigen. Komm, ja. Schneller. Ah, das wird wohl nichts, oder? Doch, das wird was. Yeah. Wie geil. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, ich weiß. Ah, immerhin. Zum Maronus muss ich also auch noch. Yay, wie geil war das denn? Parasegel. Oh, hier ist irgendwie so ein Aufwind wieder. Oh nein. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin schon genau richtig. Wie geil. Ein Shoda-Sah-Schrein. Aha. Shoda kam und sah, offenbar. Gut, na denn. Werden wir ihn mal betreten. Mal sehen, was das für ein Schrein ist. Bestimmt ein Rätselschrein, denke ich mal. Also das passt ja jetzt zu dieser seltsamen oder mysteriösen Umgebung. Na, seltsam ist es. Na, ist ja sowieso alles hier in Hyrule, ne, wenn es danach geht. Was ist hier nicht seltsam? Joa. Sieht mir fast noch ein Kampfschrein aus. Nein, eine Frage der Zeit. Ach, scheiße. Was zeitkritisches. So, hier haben wir jetzt Kugeln. Die müssen da rein. Richtig? Richtig. Aber die sind nicht magnetisch. Auch richtig? Auch richtig. So, und hier können wir was hauen. Das ist ein Schalter. Was macht der? Können wir das manipulieren? So, irgendwas können wir hier garantiert manipulieren mit dem, ja, mit dem Stasis-Modul, das war mir klar. Auch die Schalter hier, ne, die nicht. Das da, ja. Aha. Ja gut, das versperrt dann den Weg. Die müssen wir aufhalten, aber wir können nur jeweils einen aufhalten. Beide geht nicht. Okay. Warum haben wir denn 5 Kugeln zur Auswahl? Ach, weil es da noch weitergeht mit dem Spaß. Okay. Die können wir auch manipulieren. Die muss man in der Luft anhalten und dann darüber buxieren. Ach du Scheiße, Leute. Was für ein hart verdientes Zeichen der Bewegung. Damit das da aufgeht oder wir einen Schlüssel bekommen können. Ja, die Kugeln müssen auf jeden Fall da hoch. Ach, fragt mich nicht wie, Leute. Das ist ein bisschen extremst krass. Extremst krass. So, naja. Nee, ich möchte jetzt nichts anhalten. Nimm mal auf. Und hier rein buxieren. So, das Ding fährt hin und her. Das können wir leider nicht anhalten. Da muss es wirklich... Ja, da ist Timing wirklich alles. Oh, nee. Aha, das bewegt sich noch ein Stück weiter. Dann nach rechts. Okay, jetzt habe ich zumindest mal gesehen, wo die Kugel hinfällt.
Ah, dann können wir das ruhig schon ein bisschen eher aktivieren, ja. Außer cool. Cool gemacht. Ja, auf. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Oh. Deswegen sind hier so viele Kugeln. Warum sind hier wohl so viele Kugeln? Ach du Scheiße. Die schwimmen sogar. Na, das war wohl. Immer am Rand. Warum ausgerechnet am Rand? Die werden irgendwie zu weit geschossen. Kann das mal sein? Ah, ist doch nicht so schön. Da muss ich doch den richtigen Moment abpassen. Boah, ist das schwer. Das richtig zu timen, ne? Das war wieder zu. Nein, richtig. Das war. Ach, komm, komm, bleib drin. Ja. Ah, den haben wir geschafft. Puh. Und nu? Ist irgendwas passiert? Ach, da ist die Kiste runtergefallen. Ah, ich habe mich schon gefragt, wo die Kiste ist. Ist ja geil. Die fallen ja einfach mal so vom Himmel. Eispfeile, geil. Ja, Pfeile, gern genommen. Immer wieder, ne? Haben wir ja gesehen in der letzten Folge. Das kann sich wirklich bezahlt machen. Also Pfeil und Bogen. Da geht wirklich nichts drüber. Nicht mal die Lanzen. Puh. Beste Waffe. Beste Waffe. So, nun. Ich kann ja nur einen aufhalten. Na gut, das ist hier das... Der Kasus Knackus. Knaxus. Wir müssen nämlich nur einen aufhalten, den anderen müssen wir timen. Boah, das war leichter, oder ging leichter als gedacht. Da ist wieder eine Kiste runtergefallen, richtig? Ja, Tatsache. Bitte auch ein paar Pfeile oder so. Pfeile bringen mir ja wenigstens was. Kleiner Schlüssel. Warum ist hier ein kleiner Schlüssel? Da ist ein großes Schloss für den kleinen Schlüssel. Aber warum können wir die Dinger nochmal hin und her... Können wir die hin und her schießen? Ach, da waren die Kisten drauf, Mann. Klar, wir müssen gar nichts weiter machen. Wir haben es schon geschafft. Ach, super. Sehr schön. Na also, läuft doch, läuft doch. Na? Oh. Mein Energievorrat, der schwindet so langsam. Ich muss mal gucken. Oh Gott, nicht viel haben wir nicht mehr für die Folge. Eieiei. Das wird kritisch. Dabei hatte ich den erst letztes Mal aufgeladen. Voll und ganz. Das ist schlecht, weil ich habe jetzt auch keine andere Steckdose hier. Moment, das Ding hat USB, oder? Nee, hat nicht USB. Er verschwindet und entschwindet. Moment, Moment. Nee, die sind ja alle proprietär, leider. Die Steckverbindung. Können wir vergessen. Das ist die Idee, oder die Idee, das Gamepad einfach an den PC anzuschließen, weil der läuft ja ohnehin hier nebenbei. Via USB, aber das kann man vergessen. Das geht leider nicht. Da brauche ich wirklich einen separaten Stromanschluss. Gut, wie lange dauert die Folge noch? Ich meine, ein bisschen Reserve wird es ja vielleicht haben, ne? Das Gamepad. Hoffe ich doch. Boah, war heute eine kürzere Folge. Machen wir mal eine 20-Minuten-Folge diesmal draus. Haha. Denn wenn wir uns jetzt einfach mal zur Fee teleportieren. Ja, nach Gerudo, ne? Mussten wir dazu. Zu der alten Fee. Der ältesten und verdammt auch der gierigsten, wie wir ja unlängst festgestellt haben. Ne? Wunderbar. Aber dann können wir immerhin schon das, was wir aufrüsten können, werden wir dann aufrüsten. Und dann halten wir immerhin auch gegen die nächsten Leunenkämpfe ein bisschen mehr aus. Ne? Ich glaube, da muss ich es nur noch gegen zwei Leunen aufnehmen. Und hoffen, dass sie Herzen droppen. Aber das droppen die, glaube ich, jedes Mal. Ne? Also insofern, boah. Der eine Leune, wissen wir ja, wo der ist. Der ist hier direkt in der Nähe. Und ich glaube, da, nachdem wir mit ihm gekämpft haben, gab es schon einen Blutmond. Das heißt, der ist schon unlängst respawned. So, gute Fee. Wir sind da. Untersuchen. Ja, ich muss das ein bisschen beschleunigen, weil mein Gamepad hat nicht mehr allzu viel Akku. Also, ja, ja, hör auf zu husten. Verstärken bitte. Ja.
Ach, das ist nicht herrlich. Was brauchen wir denn hier eigentlich noch? Farodo Hornsplitter. Farodra, was immer das ist, das weiß ich nicht mal. Und Prinzessinnen-Enzian, brauchen wir für das Reckengewand, okay. Alles eh nicht so stark. Obwohl, guckt euch das an, es geht auf 14 hoch direkt. Und das aufrüsten. Hier sind wir auf 28 denn. Das lohnt sich. Ja, dann ist er nämlich ausgemixt. Oder? Aua. Ah, immer wieder ein Fest. Diese Feen, oh Mann. Eieieiei. Na, die ist ausgemaxt, ne? Fee hat die Abwehr bis zum Maximum erhöht. Ja, mehr geht auch nicht. Gut. Ja, Tasche öffnen. Warum soll ich die Tasche öffnen? Sollen wir es da gleich anziehen? Warum machen wir das doch? Es sieht noch genauso aus. Also optisch hat es sich nicht verändert. Erledigt. Ja, sieht ordentlich verstärkt aus. Finde ich nicht. Aber wir verlassen uns mal auf die Werte. Verstärken bitte. So, was konnte ich denn jetzt noch? Konnte ich jetzt schon die Hose verstärken? Nö. Oh, was sagt der Helm? Genau, da brauchen wir noch... Wir brauchen noch ein Hinox-Herz. Wir haben doch zwei. Hatten wir nicht zwei Hinox-Herzen? Mir war so. Irgendwie sehe ich, da ist die Hose. Da brauchen wir noch zwei Leuen, ja. Also zweimal gegen Leuen nochmal kämpfen. Ja. Ich meine, es geht ja, ne? Mit Pfeil und Bogen. Ich, mir war so, als hätte ich gegen einen gekämpft. Also. Mhm. Also gegen einen gekämpft haben wir ja, klar. War mir nicht nur so, da haben wir ja auch. Aber dass ich zwei Herzen hätte, würde ich sagen. Na gut. Oh, er schwitzt, merke ich gerade. Hä? Waren da nicht zwei Herzen? Ich muss nochmal gucken, Leute. Das finde ich jetzt ein bisschen verwirrend alles. Wo waren denn die Herzen hier? Hier sind schon die Mahlzeiten. Hier. Ja, wir haben echt nur eins. Okay, haben wir doch nicht nur eins gehabt. Außerdem, was wir beim letzten Mal bekommen haben. Aber hier war die Insel, da war doch ein Leuen, oder? War das die Insel? Diese geheimnisvolle Insel? Ich glaube ja. Also hier war zumindest ein Leune, sage ich schon. Ein Hinox noch. Und mit dem konnten wir es schon so ziemlich am Anfang des Spiels aufnehmen. Also insofern, boah. Würde ich das doch einfach nochmal probieren. Weil die sind ja wirklich einfach zu bekämpfen, ne? Also. Obwohl die viel größer sind als Leunen, aber die Leunen sind hier die krassen Gegner. Die sind wirklich heftig. Ah gut, jetzt haben wir die Rüstung auch ein bisschen aufgewertet. Na, und dann halten wir wieder mehr aus und deutlich mehr sogar. Aha, hatte der auch eine Prüfung für uns? Welch angenehme Brise, Mimo. Hallo, bist du hier, um eins mit dem Wind zu werden? Immer los. Dein Interesse freut mich. Da muss ich noch was zahlen. Aber natürlich. Das, dann will ich mal aufbauen. Bitte warte hier. Oh, okay. Das ist so eine kleine Nebenbeschäftigung wieder. Dafür habe ich eigentlich... Ach du Scheiße. Da müssen wir überall durchfliegen. Tut mir leid, dass du warten musst. Aber jetzt kannst du jederzeit losfliegen. Naja, hast du schön aufgebaut hier. Oh Gott. Meine Empfehlung wäre, diese Strecke dort... Fliege geschwind wie der Wind. Es liegt an dir. Welchen Weg du nimmst, der Wind wird dich willkommen heißen. Vielleicht kriegen wir da was Schönes. Ein Leuenherz vielleicht. Aha. Na, wir brauchen den Wind hier sogar, sehe ich gerade. Oh ja. Nein! Schon verkackt. Gilt das nicht als geschafft? Nee. Warum
müssen hier Gegner sein. Ja. Gut, Gilt das geschafft. Oh, das ist eine Kiste. Oh, ist jetzt egal. Schnell. Boah, das macht Laune. Nicht zu schwer. Angenehm. Was? Warum zählt das nicht? Warum zählen die immer nicht, ey? Nein! Okay, wenn ich auf den Boden lande, dann ist vorbei. Okay, das ist eigentlich logisch. Pff, das darf ich nicht. Warum hat er denn eigentlich mitgenommen? Das ist doch ein bisschen verbuggt, würde ich sagen. Ey, komm, ich probier's nochmal. Ja, komm. Das war wohl viel Wind um nichts. Ja, ich fürchte auch. Ich kann ihm da leider nicht widersprechen. Auch wenn seine Übung leicht verbuggt ist. Also beim nächsten Mal mit dem Aufbau mehr Mühe geben, Mimo, ja? Okay, ja, möchte ich. Ja, ja, keine Sorge. Oh, solange es das Geld nicht ausgeht, ne? Boah, ist auch so lang, ey, die Strecke. Ich denke mal, ich muss wirklich alle durchfliegen, damit das alles... Ah, oh, geschafft gilt hier. Ich darf nur nicht auf dem Boden der Tatsachen landen, ja. Richte dich doch mal gerade aus, Link. Wow. Aber Laune macht's, wie gesagt. Na komm. Wollte Gott sagen. Wo muss ich denn lang? Oh Gott, ich sehe gar nicht durch. Hier lang oder wie? Ich weiß es nicht. Ich verliere gerade ein bisschen den Überblick. Nee. Was ist mal los? Oh Gott, wie schnell man hier. Oh. So, wo jetzt? Wo jetzt lang? Oh, hier oben. Oh nein, es regnet. Bitte nicht, kein Gewitter. Ey, ich hasse Gewitter. Ja, da kommt Gewitter auf. Oh, wie viele Ringe sind denn da noch? Wie soll ich denn das schaffen? Na gut, wir können ja die Rüstung ausziehen. Nein! Nein! Auch nicht doch. Na, das war's. Flugunfähigen Freund mal ein, okay. Ja, nee, das war nicht doll. Das war nicht doll. Da war noch mehr Regen, oder? Oh. Unglaublich. Was? Das war gut? Oh, geil, cool. Das hat gereicht. 100 Rubine. Na, immerhin. Haben wir 60 Gewinn gemacht. Erstmal nicht. Nee, nee, das ist okay. Das ist okay. Oh, dieses mistige Gewitter, ey. Da brauche ich es gar nicht erst versuchen, ja, mit den Gegnern. Oh je. Und Hinox ist hier. War aber hier, ne? War der am Strand hier irgendwo? Ich hole mir erstmal die Kiste, oder? Ich werde es zumindest versuchen, dieser Kiste hier habhaft zu werden. Komm, schnell. Die haben mich noch nicht bemerkt. Soldatenbogen, der ist auch gut. Obwohl, nee, der hat nur 14. Warum wird der degradiert? Das verstehe ich nicht. Naja. Wir kriegen ja eh die besten Bögen bei den Leunen. So, was lädt sich jetzt auf hier? Wahrscheinlich alles, was ich gerade benutze. Ja, auch der Bogen, oder? Chimärenbogen auch, ja, alle Bögen. Ablegen. Kann ich jetzt nur... Nur im Moment, welche... Die Wächteraxt war schon fast kaputt, ne? Irgendeine Waffe war doch fast kaputt. Ne, die ist schon kaputt. Alles gut. und eine Rüstung brauche ich, ne? Eine andere? Nö. Nö. Die Rüstung, sind nicht geladen, erstaunlicherweise. Ah, die Bögen, ne? Wie kann ich denn... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das ging. Nein! Konnte ich denn jetzt den Bogen ablegen?
Dann mach ich es einfach hier. Ist jetzt egal. Ablegen. Irgendwie haben wir wenig Pfeile. Bräuchte mehr Pfeile. Na gut. Man verbraucht ja auch dreimal so viel, ne? Mit der Chimärenwaffe. Au. Ja, sammeln einfach mal alles auf hier, was hier rumliegt. Ja, hier haben wir doch mal. Oh, eine süße Krabbi. Eine Schwertkrabbi. Sehr cool. Die nehmen wir doch glatt mit. Ah! Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Oh, Gott sei Dank, ja. Lief das Gebet auch bald. Dauert auch nicht mehr allzu lange. Das geht eigentlich, ne? Ich meine, sonst wäre man ja übermächtig, wenn sich das noch so schnell aufladen würde. Aber irgendwo war doch hier noch ein Hinox. Minox, Hinox, wie auch immer. Ja, den werde ich erstmal versuchen zu finden. Vielleicht kann ich jetzt aufgrund der Maske nicht getroffen werden, ne? Kann das sein? Oh. Oh ne, die Biester sind ja auch wieder da. Wo war denn hier der Hinox? War der nicht am Strand? Oder hatte der nur was mit dieser Prüfung zu tun? Das kann natürlich sein, ne? Dass der jetzt nicht mehr auftaucht. Nachdem wir die Prüfung hier bestanden hatten. Alles denkbar, Leute. Oder ich... Doch, ich höre ihn doch. Ich höre ihn. Da ist er. Ach, schön. Ach, schön. Ah, aber ich kann jetzt nicht kämpfen hier leider. Aufgrund des tollen Wetters. Also nicht mit Metallwaffen. Und ehrlich gesagt möchte ich... Möchte ich den lieber mit dem Masterschwert bekämpfen. Und meine wertvollen Schwerter und so, die ich gesammelt habe. Nicht aufgeben. Nicht kaputt machen wollen. Eben warten, bis das Gewitter vorbei ist. Was soll jetzt? Na gut, bei Regen kann man auch nicht klettern. Ja. Wie gesagt, Gewitter in dem Spiel hasse ich. Weil es mit Regen einhergeht, der es einem unmöglich macht zu klettern. Und Gewitter, was es einem unmöglich macht zu kämpfen. Ist er schon wach? Nee. Was er noch dann und wann random treffen kann. Hier noch mehr Steine. Vielleicht ist doch ein Krog dabei. Aber in diesen tropischen Gebieten da gewittert es halt relativ häufig, leider. Da hinten waren wir auch schon, oder? Ey, sehe ich hier noch einen Schrein oder was? Nee, ist ja Sonnen. Sonnenuntergang, Aufgang. Um die Uhrzeit eher ein Untergang, ja. Schade. Dachte, da wäre noch ein Schrein, ne? Das ist ein Octo-Rock. Der Rock, der Octo-Rock. Nee, das ist kein Schrein, nee, nee. Das ist nur die Sonne. Oh, da sind ja mal von den Biestern noch mehr. Nee. Es hat aufgehört, es hat aufgehört. Ich hoffe mal, die mischen sich nicht ein in den Kampf. Ey. Kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Oh, schnell die Echse ist zu schnell, die Sportechse. Deswegen heißt es ja Sportechse. Ich glaube, der war nicht so stark, oder? Masterschwert, genau. Oh, der hat da einen Beinschutz. Okay, der hat einen Beinschutz. Ah, dadurch trifft man den am Bein gar nicht. Okay, aber sonst ist er sehr schwach. Ne? Ich habe ihn gerade mal zweimal getroffen. Ich kann nur am Öker treffen hier. Was? Oh, er springt. Nein, das höre ich jetzt. Ah. Ja, eine Rolle kann man nicht wie in Dark Souls. Oh. Deswegen trampelt der. Was, das ist schon kaputt? Ah, machen wir mal das. Pick the Motion 2, dann machen wir jetzt mal aus. Ne? Boah, wähle mal, warte mal. Die Schwächere aus. Er mampelt ja so. Ah, ich glaube, da kann ich ihn auch so treffen, oder? Nee. Das schützt ihn trotzdem, da, diese komischen Manschetten. Ah, der macht doch physischen Schaden. Dieses Schwert. Nicht der Schwert. Das Schwert ist ja Neutron, ne? Nun komm.
Hör auf zu tanzen. Na, ich muss mal kurz innehalten. Und sonst versucht zu schlagen. Dann können wir schnell wegrennen. Und ihn am Beinchen. Ah, die Manschetten sind kaputt. Sind die verbrannt oder wie? Hab ich jetzt gar nicht mitbekommen. Oder haben wir die jetzt zerschlagen? Ah, der ist doch ziemlich stark. Also das sind ja nicht gerade die schwächsten Waffen, die ich jetzt hier habe. In dem doch recht fortgeschrittenen Stadium hier des Spiels. Komm, ich habe nicht mehr viel Akku. Stirb endlich. Ah, ich brauche dein Herz. Dein Heart. Gib mir dein Heart. Ja, komm, ja. Gut. Hatte schon die Befürchtung. Ah, ein Bockstock wird sich ein Dummy, bitte. Ist das wie ein starker Bockstock? Nee. Komm. Jetzt mal drauf achten, ob er ein Herz bei hat. Röstbarsch. Aber der hat kein Herz dabei. Oh, nicht doch, oder? Der hat nicht mal ein Herz dabei gehabt. Nein. Oder haben wir das schon vorher eingesammelt? Ich bin da mal ein bisschen sehr voreilig, ein bisschen sehr schnell. Ja, nee, der hatte kein Herz. Es hatte kein Herz, das Monster. Okay, prima. Alles umsonst gewesen. Ich habe den Kampf ja nur bestritten, um an ein Herz zu kommen. Yes, die habe ich gleich eingesammelt. Ja, da kann man gleich direkt die A-Taste drücken. Das habe ich auch immer falsch gemacht. Ich mache mir das Spiel unnötig selbst schwer. Nee, Leute. Das war wohl nix. Leider. Maxi-Muschel. Geil. Eine Maxi-Zutat. Das heißt, da können wir dann wieder ein Gericht herstellen, was unser Herzen über das normale Maß hinaus steigert. Ne? Nein, ich möchte nicht. Ah, das ist ja auch noch ein Stein. Ein Stein ist gut. Gibt's mehrere Steine. Nein, was wollt ihr denn wieder? Nein, das ist eine Muschel. Die wollte ich noch. Und Blümchen. Nein, die kann man nicht sammeln, wollte ich schon sagen. Die kann man leider nicht ernten. Nicht pflücken. Ja, so heißt es bei Blumen, ne? Blumen pflückt man. Was? Was klingt da so komisch? Oh, ich glaube, da waren auch Wesen unter Wasser. Ne? War das gefährlich? Oh ja, das ist gefährlich. Man stirbt instant. Da hilft einem selbst Mifas Gebet nichts. Das ist tödlicher Treibsand. Brennende Viecher hat es ja hier auch gehabt. Genau. Und Kokosnüsse. Genau, da war der Schrein da oben. Genau, kletter mal. Ich möchte die Kokosnuss haben. Vielleicht ist es sogar eine Maxi-Kokosnuss. Nein, das ist eine einfache Palmfrucht. Also, eine Kokosnuss. Aber das ist noch eine Kokosnuss. Die nehmen wir noch mit. Letzte Amtshandlung dieser Folge. Leider hat uns der Hinox hier nichts gebracht. Aber ich weiß ja, wo noch einer ist. Da bei diesem Exerzierplatz, da war auch noch einer, soweit ich weiß. Aber Leute, das muss ich wohl aufs nächste Mal verschieben, weil ich habe nicht mehr wirklich viel Akku, ne? Also dann, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Aber ich sollte mich erstmal in Sicherheit bringen. Bis zum nächsten Mal. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like und ein Abo. Bis dann.